Bei der UNSO werden verschiedene Körperwaffen ausgebildet. Beispielsweise die erste Bewegung müssen wir ganz Teisho, den Handballen, richtig einsetzen. Wenn wir dann zur Seite gehen, kommt die Technik Seiryuto. Die ist weniger der Teisho, der Handballe, sondern die untere Teil der Handkante. Eine ganz andere Technik. Und das korrekt ausführen. Drehen wir das Handgelenk ein bisschen nach außen. Sonst könnte man von der Natürlichkeit würde der Finger zu hoch stehen. Wenn der Zugi kommt vom Partner oder vom Gegner, hier wird er geblockt und ein bisschen den er nach außen genommen. Deswegen ist es im Handgelenk nicht eine gerade Haltung, sondern muss etwas nach außen gedreht werden, damit wir die Haltung besser einnehmen können. Jetzt muss er rüber, die andere Seite der Linie und wieder schräg hin. Hüfte. Einsatz der Hüfte, dieses Drehen. Also ganz korrekt üben, dieses Schneiden mit der Hüfte. So eine Kilowatt. So würde man Washi üben machen. Unten und hier festhalten und dann zum Kiefer schräg rüber, Kieferverschiebung, hier unten durch ja, also die Hände, die Kraftlinien laufen diagonal dann zu dem oberen und dem hinteren. Ja, auch so zum Beispiel, dass man beide Hände einsetzt, was dann schmerzhaft ist. Was war das? Sagt ja, ob ihr es versteht. Hier ist das Gleiche.